Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mensch, hier an diesem schönen Sonntag. Könnt ihr ruhig mal den Daumen nach oben da lassen. Ihr vergesst es natürlich ab und zu auch mal, wenn ich das nicht sage. Deswegen schönen Daumen nach oben da lassen. Das unterstützt mich und das hilft meinem Video. Ungemein. Denn dann können mehr Leute das sehen auf YouTube. Und eventuell schreibt ihr auch noch einen Kommentar. Das ist auch noch sehr, sehr gut für den YouTube-Algorithmus. Deswegen schreibt einfach mal in den Kommentar, weiß nicht, was ihr am zweiten Advent macht, denn heute ist ja zweiter Advent. Schreibt das einfach mal rein. Das wird mich auf jeden Fall dann auch interessieren. So, letztes Mal sind die Elefanten reingekommen. Der eine Elefant, unser Männchen, hat eins der Weibchen getötet. Dann habe ich mir noch ein Weibchen geholt. Einfach weil die aggressiv aufeinander wurden, als die Mauer hier noch zu war. So, das ist halt ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt das Elefantengehege auf jeden Fall einrichten. Das machen wir einfach mal. Wir brauchen mehr Erde und wir brauchen weniger Gras lang. Ey, ist das echt so riesig? Auf 100% finde ich jetzt ein bisschen sehr heftig. Machen wir hier mal so. So ein bisschen das Gefühl, da geht auf jeden Fall was. Mit Erde. Ah, ein bisschen Erde ist da auf jeden Fall. Dann brauchen wir hier ein bisschen Gras kurz. Können wir uns hier, okay. Es wäre jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut eingerichtet für die. Jetzt ein bisschen wenig Erde wieder. Ein bisschen mehr Erde. So machen wir das. So. Wir brauchen auch noch Wasser. Da heben wir am besten hier so einen kleinen Teich aus. Für die. Und da die ja ganz gerne schwimmen, wird das ein bisschen größer. Dann flachen wir das hier noch ein bisschen ab. So. Ein bisschen sehr viel Gras lang, das weiß ich. Da kommt jetzt ja Wasser rein, dann ist das plötzlich egal. Okay, das war ein bisschen heftig. Machen wir nur das Wasser so rein. Das war schon ein bisschen sehr groß. Ach, hier ist jetzt das Wasser, das ist natürlich blöd. Aber egal. So, die freuen sich. Das Biom ist ganz gut eingerichtet. 600 Wasser, weiß ich nicht, ob das gut ist. Lass das eventuell doch nochmal ein bisschen kleiner machen. Das ist schon sehr groß. Das ist natürlich uncool, dass das hier alles direkt am... Also so direkt ist. Lass mich kurz gucken. Machen wir Felsen hier rum. Ah, dann passt das. Es ist ein bisschen riesig hier, was ich habe, das Werkzeug. Ist immer noch so viel Wasser. Vielleicht so? Ja, das ist schon ein bisschen besser. Da haben die ein bisschen mehr Land. Das war ja so ein kleines Problem da. Okay, dann lass hier nochmal ein bisschen Gras kurz machen für die. An den Seiten. Einfach weil ich Gras kurz ganz gut finde. Veterinärsforschung ist abgeschlossen. Sehr gut. Sehr, sehr nice. So, der ist neu, das heißt, der kann ruhig eigentlich die afrikanischen Elefanten mal erforschen. Weil der arbeitet hier auf der Ecke. Da wird Müll hingeworfen. Darum kümmere ich mich gleich. Genauso wie, dass ich mich um das Haus kümmere. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich Häuser allgemein richtig gut baue, dann schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung oder im Community-Tab. Da gibt es die Möglichkeit, auf meinen Twitch-Channel zu kommen. Und dort könnt ihr das dann sehen. Dort baue ich dann live. Und da ist auch ein paar Tipps sind auch gern gesehen und erlaubt. Könnt ihr einfach damit reinschreiben. In den Chat. So. Dann lass mal hier so ein bisschen erhöhen. Für die Fantis. Da habe ich gestern im Livestream auch Elefanten gebaut. Beziehungsweise die hatte ich da schon. Und da habe ich dann einfach das. Die sind umgezogen. Guckt einfach da mal rein. Ich bin relativ stolz auf meinen Stream Zoo. Der macht mir schon sehr viel Spaß. Der Aufnahme Zoo hier, da bin ich halt zu selten. Ich mache halt nichts, wenn ich... ich mache halt nichts außerhalb der Aufnahme eigentlich. Ich habe das ja einmal gemacht. So ein bisschen. War dann nicht so hundertprozentig zufrieden mit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das wieder mache, aber... Aber sonst, wenn ihr mich mal sehen wollt, wie ich so ein Zoo relativ
live baue, dann guckt auf jeden Fall bei Twitch mal rein. Und sagt Moin, wenn ich online bin. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das tun würdet. So. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Struktur in das Gehege gebracht. Die Welle hier ist so ein bisschen blöd. Lass uns das nochmal ein bisschen glätten. Sieht halt hauptsächlich ein bisschen blöd aus. Das ist mir das. Und hier hinten können wir so ein bisschen Struktur reinbringen. Da wäre auch nicht schlecht, ne? Man könnte auch so einen schönen Hügel machen, so einen Elefantenhügel oder so. Also die brauchen halt viel Platz. Das ist halt mehr das. Das wird sich jetzt ja auch berechnen nochmal. Genau, wenn ich jetzt Steine mache, dann berechnet sich das ja auch nochmal. Deswegen lass uns mal gleich noch ein paar Steine machen. So, Biom ist Grasland. Wenn man keine Zeit hat, die Streams zu gucken, aber trotzdem gerne dabei sein möchte im Übrigen, kann man das einfach tun. Die gibt es auch als VOD, also als Video on Demand. Kann man sich die auch nochmal angucken, bis zu einer Woche, glaube ich, danach. Also den von gestern zum Beispiel kann man sich da nochmal angucken. Wenn man da Bock drauf hat. So, Elefanten leben sowohl im Grasland als auch in der Wüste. Das hat mich gestern so ein bisschen überrascht. Deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal machen, den Fehler. Und da keine Wüstenfelsen machen. Ich baue jetzt hier so ein bisschen Felsen drumherum, weil das einfach cooler aussieht für das Planschbecken der Elefanten. Die sind halt so gesehen lucky, weil die halt das Planschbecken halt brauchen. Okay, lass uns mal kurz gucken. Die brauchen halt so ein paar Sachen, bevor die sich richtig wohlfühlen. Das machen wir jetzt mal. Wir geben denen mal so zwei, drei Sachen, dass das okay ist für die. Wir brauchen zum Beispiel auch so ein Schlammbad, dann kriegen die das hier hinten hin. Erstmal, so dass die sich so ein bisschen wohler fühlen. Das ist nicht hundertprozentig eingerichtet. Was ist besser, dass die nicht ganz so unzufrieden sind. Stabiler Rückzugsort ist tatsächlich noch ein großes Problem. Eventuell müssen wir die Lebensqualität ein bisschen hoch machen, dann machen wir das mal. Bauen wir vielleicht auch nochmal die Sachen, die sie brauchen. Das ist immer ganz witzig, das hier vorne hinzustellen. Uiuiui. So witzig dann auch nicht. Dann lieber so witzig. Okay, ja, die sind im grünen Bereich jetzt mittlerweile schon, das ist ganz gut. Was braucht ihr noch? Futter auf jeden Fall. Ja, dann gibt es hier hinten noch so ein Ding. Und einfach nur noch Beschäftigung. Das ist dann hier dieses Ding, was die umdingsen können. Sehr gut. Hauptsache, die kümmern sich ein bisschen um sich selbst. Habe ich jetzt hier einen Elefantenpfleger eigentlich? Kann ich mich gar nicht mehr entsinnen, ob ich einen Elefantenpfleger habe. Müssen wir einmal noch kurz nachgucken. Elefanten. Haben wir tatsächlich. Kann es mal geupgradet werden. Der regelt jetzt auf jeden Fall dann die Elefanten. Ja, da geht er. Okay, das ist gut. So, damit uns die Einnahmen nicht so hart durch die Lappen gehen, machen wir auch gleich an der Stelle mal ein paar Spendenkästchen. Wichtig für mich wäre halt jetzt, dass es Tag wird, sodass ich das Ganze ein bisschen besser einrichten kann, weil im Dunkeln ist das echt schwierig. Aber gut, wir haben die Elefanten, die haben hier ihr Spielzeug. Dann kann ich das jetzt ein bisschen einrichten hier hinten. Lass mal gucken, was die Inspektorin... Achso, die ist jetzt erstmal gekommen. Kleiner Panda wird sich paaren. Okay, Roberto ist gestorben, das wäre blöd. Hatte Nachwuchs. Oh, Ascha hatte auch Nachwuchs. Das heißt, wir haben Babylöwen. Da sind sie. Na du? Abaye. Oh, ich habe jetzt gar nicht die Kommentare geöffnet. Da sind ja einige Leute, die Löwen sein wollten. Oh, das tut mir leid. Mache ich nächstes Mal. Nächstes Mal habe ich das dann. Abaye? Und die heißt auch Abaye, oder was? Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Ich mache nebenbei mal kurz das Fenster auf hier. Hab ich gar nicht. Nebenbei mache ich mal kurz die YouTube-Kommentare auf. Und gucke mir das kurz an.
Geht gar nicht, Alter. So, Kommentare. Gibt es hier Leute, die Löwen sein wollen? Oh, hier werde ich. Hier, MS Shady hat geschrieben, dass ich vergessen habe, die Löwen umzubenennen. Das stimmt natürlich. Ja, ich habe wirklich die Löwen vergessen umzubenennen. Was wird denn sonst so noch gesagt? Das ist natürlich das. Das Ding hier. Mandy möchte ein Löwe sein. So. So sieht's nämlich aus. Mandy. So. Du bist jetzt ein goldenes Löwenweibchen. Gabelbock wird an Altersschwäche sterben. Okay. Heftig. Wusste nicht, dass das so schnell geht bei denen. Aber die sind halt. Oh. Der hat vorher noch gefressen, dann ist er umgekippt. Die werden eher 11 nur. Das ist halt echt nicht so. Echt nicht so gut. Keine erreichbaren Mitarbeitergebäude. Das ist komisch, weil das Mitarbeitergebäude hier ja erreichbar ist für ihn eigentlich. Da muss er einfach mal in das hier gehen. Das ist ja auch noch ein Mitarbeitergebäude, was hier in dem Gebiet drin ist. Der Tierarzt. Der Gabelbock ist verstorben, der ist jetzt weg. Wir haben Veterinärforschung. Ist es für Elefanten? Für die Löwis. Ist ja auch okay. So, dann lass ein paar Steine weiter bauen. Ich möchte ja halt hauptsächlich, dass es Tag wird. Tag. Bei Tag lässt es sich tatsächlich besser bauen, meiner Meinung nach. So. Ich möchte halt, dass es hier so ein bisschen felsiger im Hintergrund ist. Das kriegen wir auch hin, dass das ein bisschen felsig ist. So. Weiß nicht, das ist jetzt. Das ist schon sehr klein, was ich jetzt gerade mache. Weiß nicht, ob das genau der Sinn der Sache ist jetzt. Ob ich dafür Zeit habe. Aber ich warte ja noch, dass es hell wird. Es wird langsam heller. Ich kann auch L machen. Dann kann ich hier ein bisschen besser gucken. Das ist tatsächlich der Tipp des Jahres gewesen für mich, ne? Dass man mit L Licht anmachen kann. Das hat einer von euch gesagt. Seitdem hat sich mein Leben verändert. Ich kriege hier gerade ganz viele Freundschaftsanfragen von euch. Das finde ich cool. Ich nehme die auch alle nochmal an. Solange ich Platz auf meiner Steam-Friendlist habe. Ansonsten müsstet ihr mir ein paar Karten schicken. Dass ich ein paar, dass ich ein Level hochsteigen kann im Steam. Und wenn ich dann in Steam Level hochgestiegen bin, dann kann ich mehr Freunde annehmen. Aber das machen wir dann bei Gelegenheit mal. Aber wenn ihr Karten habt, die ihr nicht mehr braucht, vielleicht für Spiele, die, gut wären natürlich Spiele, die ich auch hätte, aber das könnt ihr natürlich nicht, beeinflussen. Sehr viele Steine hier. Ich will da nochmal die Barriere aus. Dann mache ich hier gar keinen Zaun. Denn ich brauche ja hier keinen Zaun. Und das sieht vielleicht ein bisschen blöder aus. Deswegen lassen wir es mal so. Paaren die sich schon hier? Ist hier schon dreckige Liebe oder was? Nee. Bis jetzt noch nicht. Oder? Tatsächlich. Liam, der Wolf ist erwachsen. Liam. Uiuiui, ist das dreckig hier. Das ist halt komisch, weil eigentlich habe ich ja hier Mülleimer. Das dürfte ja eigentlich nicht dreckig sein. Aber finden die den Mülleimer hier nicht, oder was? Komm, schmeiß den Müll weg. Hm. Sind das keine Mülleimer? Ja, dann ist es ja auch schwer, wenn die das nicht wegschmeißen. Kämpfe bei tavanischen Schwarzbären, was ist da los?
Das ist unsere alte. Und, hä? Wo ist eine andere? Ach, hier hinten. Was macht der denn? Das ist hier Luli. Aber die alte, die wird ja auch nicht mehr so mega lange leben. Sorry to say. Sorry to say. Es ist schon Tag. Es ist auf jeden Fall auf dem Weg zu Tag. Oh mein Gott. Die kacken relativ viel, die Elefanten. Haben die noch genug Platz? Nachdem ich hier so ein bisschen Platz weggenommen habe. Ja, ein bisschen ist da noch. Kann man das so anbieten mit den Felsen? Ja, das kann man so anbieten, ne? Machen wir noch ein paar Felsen an die Seite ran. Taiwanischer Schwarzbär wird bald ein alter Schwäche sterben. Ich hab's euch gesagt. So. Dann können wir hier den auch wegmachen. Den natürlich auch. Braucht man nicht. Den könnten wir eigentlich auch schon wegmachen. Die können ja hier nicht durch. Das sind ja Elefanten. Das sind ja keine... Sind ja keine Bergziegen. Oh nice, die Sonne ist jetzt da. Die ist ja leider nicht so lange da beim Zoo. Ich hoffe noch auf das Update. Ich hoffe, dass das Update demnächst kommt. Steht vor Inzucht? Ja, kann es ja nicht. Du bist ja dann hier unser altes Männchen. Dich verkaufe ich dann. Das mache ich alles dann offscreen. Die Leute pressen sich wieder hier an die Affen. Vielleicht auch, weil die hinten zu den Elefanten wollen. Ah, ich meine von mir aus. Gibt es hier welche, die schwanger sind? Ne, die sind nur hungrig. Wo ist der letzte Elefant hier? Ach, die ist schwanger schon. Heftig. Das ging ja schnell. Dann kriegen wir Elefantenbabys, Leute. Das ist auch mal was. Hatte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ohne hier stabilen Rückzugsort. Aber es wirkt so, als wär's ganz gut. Okay, die Leute schmeißen hier echt ihren Müll hin. Darum muss ich mich demnächst nochmal kümmern, dass wir hier ein bisschen mehr Mülleimer haben. Ein paar mehr Mülleimer heißt das, ne? Nicht ein bisschen mehr Mülleimer. Wir kombinieren das hier mit Wüstenfelsen an der Seite hier. Sehr gut. Und hier hinten können wir auch nochmal ein paar Wüstenfelsen machen. Dass das ein bisschen realistischer wirkt. Hier bräuchte ich dann noch mal so einen. Genau. Dich setze ich noch mal um dann hier hin. Jetzt regnet es, weißt du, dann warte ich da erstmal mega lange drauf, dass es hell wird und jetzt regnet es. War lange in einer Transportbox? Warum passiert das immer? Tier verstorben. Die Wölfe werden um Alpha-Status kämpfen. Okay. Tier verstorben. Gleich mal einen Arzt rufen. Und dann weiß ich nicht, wir haben ja noch einen Schwarzbär, aber der kommt von denselben Eltern, ne? Der Kilian. Kann ich mir fast nicht vorstellen, ja. Da müssen wir Kilian wechseln oder so. Bei Kilian reinbringen oder das Weibchen wechseln? Irgendwie sowas. So, das haben wir. Ein VIP-Gast ist im Zoo. Guckt euch mal an, wer hier alles da ist. Seid ihr auch dabei? Kann ich euch Hallo sagen? Oh, es gibt wieder 20 Punkte. Winky. Ghost Reaper. Die auch nochmal Hallo. Und... Hallo. Okay, ich sag jetzt allen Hallo. Auch wenn es keine Punkte mehr gibt. Fühlt sich auch niemand schlecht. Ich habe euch allen Hallo gesagt. Hallo. Wenn ihr als unbekannt in den Zoo kommt, dann kann ich das natürlich nicht sehen. Müsst ihr mal nachgucken bei euren Einstellungen, was ihr da eingestellt habt. So. Wir bauen jetzt ein paar Pflanzen. So, das haben wir schon mal. Das wird so ein bisschen die Oase. Da gibt es noch ein bisschen Aloe Vera hin. Ganz genau.
Den Baum machen wir hier hin. Wird sich bald paaren. Das ist ja völlig in Ordnung. 2% Pflanzen haben wir schon mal. Oh ne. Das ist ja so das Schlimmste, was jetzt hätte passieren können, glaube ich. Dass es jetzt auch noch schneit. 30 Grad finde ich ein bisschen heftig. Machen wir mal 20. Und in dem Haus wird es ja sowieso warm. Wärme auf jeden Fall. Aber wir machen trotzdem mal eine Heizung rein. Hier hinten noch hin. Hier vorne noch hin. Hier hinten auch nochmal hin. Bei den Elefanten will ich das halt. Ich will halt kein Risiko eingehen. Die sind halt so mega teuer. Du kannst mal ruhig hier auf groß gemacht werden. Dann schmilzt der Rest vielleicht auch nochmal außenrum. Und du kannst auch gut groß sein. Das hier hinten eigentlich auch. Weiß ja nicht, es dehnt sich zwar aus, aber so mega viel wird es dann ja nicht. Oh, dann ist es gleich 14 Uhr, dann wird es wieder mega dunkel. Dann kann ich das auch nicht mehr einrichten. Ist das blöd. Sehr viel Müll. Ja, ich weiß. Das ist, weil die Leute die Mülleimer nicht mehr benutzen. Ich weiß nicht warum. Unter niedrigem Wohlbefinden leiden die hier. Das Tier ist gestresst. Da habe ich den Kommentar gekriegt, dass ich diese ruhigen Dinger machen soll. Das habe ich ja versucht. Aber es hilft dann irgendwie nicht so viel. Wohlbefinden ist hier noch ganz okay. Dann bauen wir mal noch ein paar Bäume hin. Ein Weihrauchbaum. Der sieht auch cool aus. Der ist hier im Schneebiom jetzt. Ja, die freuen sich, die Elefantis. Hier so ein Baum. So eine Akazie. Können wir auf jeden Fall da lassen. Dann gibt es hier Rohrschilf. Da ist auf jeden Fall Platz hier. Hierfür ist auf jeden Fall Platz. Und weiß nicht, sollen wir hier noch so einen Baum hinbauen? Hier in die Seite. Dann brauchen wir noch diese kleinen. Ja, jetzt wird es halt dunkel. Dann machst du halt nichts. Es ist halt so mega viel dunkel hier bei mir im Zoo. Man sieht halt nicht so viel. Es tut mir so leid. Ich hoffe, dass das geupdatet wird, dass man das demnächst machen kann. Also, dass man das demnächst wieder einstellen kann, weil das ist mega nervig. So, lass uns sehen, dass wir hier zwei der Pflanzen wieder hinkriegen. Kommt das nochmal hin? Echter Papyrus noch an die Seite. Wie viele Pflanzen habt ihr schon? 14%. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Ziel. So viel kann ich schon mal sagen. Dann müssen wir das Elefantenhaus nochmal bauen. Das könnte ja auch ein Speedbuild werden. Eventuell. Muss ich mal drüber nachdenken. Der geht da gleich baden. Machen wir hier nochmal so riesen Felsen rein. Ah, wobei, lass den nochmal ein bisschen absinken. Dass man da so ein bisschen zumacht. Biom ist, afrikanisch. Das wäre auch das perfekte Gehege, um solche hier reinzubauen. Affenbrotbäume. Aber ich finde, wir haben hier schon relativ viele Bäume. Okay, hier der Baum. Weißt du, nachts schneit es auch nicht. Ich meine, man würde natürlich gar nichts sehen, ne, aber dann wird es tagsüber vielleicht nicht schneien. Naja, bauen wir hier noch ein bisschen von dem Zeug hin. Und dann haben wir noch Elefantengras, das muss natürlich auch noch mal irgendwo hin. Da geht natürlich auch noch einiges.
Denn, wie der Name schon sagt, das ist halt Gras für die Elefanten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Auf der Steppe hier. So, Steppis. Wie sieht's aus? Sind die baden gegangen oder so? Veterinärforschung, das müssen ja die Elefanten sein. Sehr gut, sehr gut. Was wird für die Elefanten so erforscht? Futter wurde jetzt erforscht. Nice. Wie sehen unsere Ausgaben aus? Hä? Ah, es geht voll klar. Dann können wir denen auf jeden Fall besseres Futter geben. Für 13.000. Wie sieht es sonst aus hier bei euch? Das sieht gut aus. Jetzt brauchen die noch den stabilen Rückzugsort. Ja, Gelände ist halt jetzt ein bisschen klein. So ein Riesengehege. Eventuell muss ich das hier hinten so ein bisschen ausbeulen noch. Mache ich das noch? Das mache ich dann eventuell im Speedbuild für nächstes Mal. Hier fehlen noch ein paar Mülleimer. Die mache ich gleich mal direkt. Denn so geht es ja nicht, ne? Dass die Besucher hier so viel Müll hinschmeißen. Und dann bräuchte ich hier nochmal ein, zwei Bänke. Weil Bänke cool sind. Hier drin vielleicht auch nochmal zwei Bänke. Und auch noch einen Mülleimer. Sodass die Leute da auch ihren Stuff reinschmeißen können. Und die sind hier ganz dicht am Elefanten dran. Bildung fehlt halt noch. Schmeißen die jetzt in den Mülleimer? Schmeiß deinen Müll weg. Los. Wollten die nicht. Dann schmeißen die den bestimmt irgendwo hin. Jetzt schneit's wieder. Okay. Wenn es anfängt zu schneien, habe ich keinen Bock mehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Also morgen. Ich hoffe, bis dahin kommt doch irgendwie ein Update oder so. Ich hoffe es. Bis dahin. Haut das mal rein. Tschüss, Leute.